Liebe Freundinnen und Freunde der Thalkirchengemeinde, liebe Mitchristen, liebe Mitmenschen. Bei der diesjährigen Fastenaktion 7 Wochen ohne geht es um Spielräume. Heute in der dritten Fastenwoche um das Spiel mit dem Nein. Dazu hören wir eine ausgesprochen spannende Geschichte aus dem Alten Testament, dem zweiten Buch Mose, im ersten Kapitel. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen alle Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. 5 Verse aus der Bibel, die es in sich haben und mich jedes Mal wieder zutiefst beeindrucken. Schifra und Pua gehören zu den wenigen noch dazu berufstätigen Frauen, die in der Bibel namentlich erwähnt werden. Und was sie tun, das ist ausgesprochen mutig und fordert jedes Mal neu meinen Respekt. Sie widersetzen sich dem Befehl des Königs von Ägypten, des mächtigsten Mannes im Staate. Der Pharao von Ägypten hatte befohlen, die Jungen, die neugeborenen Jungen der israelischen Frauen zu töten. Hintergrund ist, dass Menschen aus Israel als Flüchtlinge nach Ägypten gekommen waren, weil in ihrer Heimat in Israel infolge einer großen Dürrekatastrophe große Armut und Hunger herrschten. Und diese Flüchtlinge aus Israel waren also nach Ägypten geflohen in der Hoffnung auf eine bessere, eine neue Zukunft. Sie waren geblieben, sie hatten Kinder bekommen, und sie waren dort gewachsen. Und die Ägypter, allen voran der ägyptische König, hat nun Angst vor Überfremdung, davor, dass die Ausländer in ihrem Land immer weiter wachsen, zunehmen, vielleicht sogar eines Tages Krieg führen würden. Und so erteilt er den grausamen Befehl, die neugeborenen Jungs, die irgendwann eines Tages vielleicht Soldaten werden könnten, umzubringen. Und Schifra und Pua, diese beiden mutigen hebräischen Hebammen, weigern sich. Und zur Rede gestellt, finden sie sogar noch eine plausible Erklärung für ihr Verhalten. Ich habe sehr großen Respekt vor Menschen, die sich für Recht, für Gerechtigkeit einsetzen, ungeachtet der Folgen für ihr Leib und Leben. Mich beeindrucken beispielsweise aktuell in unseren Zeiten die Menschen, die in Russland auf die Straßen gehen derzeit, demonstrieren für Alexei Nawalny, den Kreml-Kritiker, die sich einsetzen für seine Freilassung und für Demokratie eintreten. Ich staune über die vielen Menschenmassen, die in Myanmar nach dem Militärputsch nun demonstrieren
und die Wiedereinsetzung der demokratisch gewählten Regierungschefin fordern. Es gab auch in Deutschland Zeiten, in denen es gefährlich war, seine eigene Überzeugung und Meinung zu äußern oder Kritik zu benennen. Das war beispielsweise in der ehemaligen DDR, im Osten unseres Landes so. So habe ich mir als einen Gesprächspartner, der das hautnah erlebt hat, Herrn Dr. Krämer aus unserer Kirchengemeinde eingeladen. Er ist engagierter Christ, auch hier bei uns, und hat die DDR hautnah als solcher erlebt, mit allen Folgen, die das auch für ihn persönlich hatte. Herr Krämer, Sie haben viele Jahre als Christ in der DDR gelebt. Was hat das konkret bedeutet für Sie? Das begann schon ganz früh in meiner Kindheit. Ich bin in einem sehr christlichen Haus aufgewachsen. Mein Vater war Diakon und Landwirt und ist im Krieg gefallen. Und so waren wir mit meiner Mutter und meinem Bruder auf uns selbst gestellt und haben uns sehr zur Kirche gehalten und sehr früh gemerkt, dass wir in einem atheistischen Staat leben. Und das begann dann mit der Zeit, als die DDR die Jugendweihe eingeführt hatte, um gegen die Konfirmation Stellung zu nehmen. Und wer nicht die Jugendweihe hatte, sondern nur Konfirmation, durfte nicht auf die Oberschule. Das war der Beginn des Kirchenkampfes. Und ich hatte das Glück, obwohl mein Bruder ein Jahr vor mir konfirmiert wurde, der nicht auf die Oberschule durfte, aus welchen Gründen auch immer, kriegte ich die Genehmigung, die Oberschule besuchen zu können, und das war's. Einfach Glück gehabt. Obwohl Sie nicht zur Jugendweihe gegangen sind. Sehr richtig. Und obwohl ich nicht in der FDJ war und nicht in den jungen Pionieren. Also das war für mich klar. Ich lebe in einem atheistischen, diktatorischen Staat. Das war mir klar schon mit 10 Jahren. Apropos 10 Jahre, das war 53, das war der 17. Juni. Das kriegte ich hautnah mit, weil wir in der Nähe von Berlin wohnten und diese ganzen Turbulenzen auch bis in unsere Region, 50 Kilometer entfernt, sich auswirkten. Während der Schule waren wir in der jungen Gemeinde intensiv tätig, mit vielen Freunden und ebenso auch mit Klassenkameraden in der Oberschule. Und einer unserer Klassenkameraden war Bauernsohn, und ich selber war auch bei meinem Nachbarn, dem Bauern, habe ich sehr oft ausgeholfen. Und dann kriegten wir mit die Aktion der Partei zur Kollektivierung der Landwirtschaft. Und zwar mit ganz schlimmen Methoden. Sie umstellten das Haus des Bauern, fuhren mit Agitationslautsprechern und FDJlern um das Haus herum und sagten: Willi Fischer, wann bist du endlich Mitglied in der Genossenschaft? Und in dieser Zeit sind ganz viele Bauern auch in den Westen gegangen, weil sie den Druck nicht ausgehalten haben. Und so eben auch die Eltern unseres Schulfreundes, die Bauern waren, die dann auch in den Westen gegangen sind.
Und in der Vierergruppe, die wir zusammen uns getan haben, über die junge Gemeinde und über Freizeiten hinaus, haben wir dann gesagt, wir müssen was unternehmen und haben Flugblätter gedruckt gegen die unmenschlichen Methoden der Kollektivierung in der Landwirtschaft und die dann in der Nacht nach einem Klassenfest immer auf unserem Heimweg nach Hause an Bushaltestellen oder am Bahnhof verteilt. Darf ich mal nachfragen? Kollektivierung bedeutete, dass der Bauer seinen Privatbesitz aufgeben musste und also seinen Besitz, seinen Grundbesitz in das Kollektiv quasi einbringen musste. Genau. Genau. Gemäß Karl Marx ist im Kommunismus oder Sozialismus der Besitz an der Privatbesitz an Produktionsmitteln verboten. Deshalb gab es ja volkseigene Betriebe, die vorher alle privat waren. Und es gab in der DDR-Zeit immer wieder, ich sag mal, mehr Schritte hin zu volkseigenen Betrieb. Also private Unternehmen hatten es sehr, sehr schwer, bis hin zu Handwerkern und so eben auch die Bauern. Also kein Privatbetrieb. Und Ulbricht wollte Ende der 50er Jahre die DDR komplett ummodeln, nur noch genossenschaftliche Landwirtschaftsbetriebe. Und Sie haben zu viert vier junge Männer dagegen protestiert, sogar Flugblätter verteilt. Das war ja nun öffentlichkeitswirksam. Auch welche Folgen hatte das? Sicher. Naja, wir haben das nicht so richtig mitgekriegt. Jeder von uns, die Flugblätter haben wir mit dem Handdruckkasten hergestellt. Und jeder hatte etwa so 20 Flugblätter, die wir auf dem Nachhauseweg an den Bushaltestellen oder Bahnhöfen verteilt haben. Oder an der Post oder auch in Briefkästen geworfen haben. Ja, die Wirkung war sicherlich schwach. Aber in meinen Stasi-Unterlagen kann ich lesen, wie heiß die Stasi darauf war, rauszukriegen, wer das war, der die Flugblätter verteilt hat. Bis dann Ende Oktober, der Bauernsohn war ja schon im Westen mit seiner Familie, bis wir drei übrig gebliebenen dann im Oktober von der Stasi verhaftet wurden und in den Stasi-Knast kamen. Saßen dann in der DDR im Gefängnis. Richtig, als junger Minderjähriger. Ja, ich war 17. Ich bin im Knast 18 geworden. Und dann gingen die Verhöre los. Das erste Verhör ging über 12 Stunden durch die Nacht. Eine nette Story kann ich dann noch erzählen. Also ich hatte niemals Angst, aber unangenehm war die Situation schon. Als das erste lange Verhör zu Ende war, wurde ich dem Gefängnisdirektor vorgeführt, schon in Knastkleidung. Und dann brüllte er mir die Hausordnung des Gefängnisses in die Ohren. Und da ging es dann um das Essen und um die Nachtruhe. Und dann sagte er, und dann haben Sie ganz viel Zeit, über Ihre Straftat nachzudenken. Und dann werden Sie eine Wende um 360 Grad machen. Und ich durfte nicht lachen. Ich habe mich zusammengenommen, aber da ist ganz viel Spannung von mir abgefallen. Das war so ein schöner Witz. Aber am Ende war auch dieser Gefängnisdirektor eigentlich menschlich. Denn, jetzt kann ich es kürzer machen, nach dem Prozess, zu dem wir zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurden, hat der Kerl uns tatsächlich zu dritt in eine Zelle gelassen. Da konnten wir uns sehen.
Und das war eigentlich eine ganz akzeptable Zeit. Glück, Bewahrung ist das. Aber das bedeutet, Sie haben anderthalb Jahre als junger Mann im Gefängnis verbracht. Genau. Und das war ja auch Zeit, die Ihnen von der Schulzeit dann fehlte. Konnten Sie dann dennoch Abitur machen? Ja, wir haben uns, nachdem wir dann entlassen wurden, es war im Mai, darum gekümmert, dass wir vielleicht unser Abitur doch noch nachholen können an der Abendschule. Und parallel dazu haben wir alle drei eine Lehre begonnen. Also mein Busenfreund, der hat Kfz-Schlosser gelernt. Ich selber habe mich für Landwirtschaft interessiert und habe eine volle landwirtschaftliche Lehre gemacht von 2 Jahren. Und parallel dazu haben wir die Abendschule besucht, sodass ich nach 2 Jahren das Abitur hatte und den landwirtschaftlichen Facharbeiter. Und dann wollte ich eigentlich Veterinärmedizin studieren und habe mich an der Humboldt-Universität beworben nach einem sehr qualifizierten Eignungstest, den ich gut bestanden hatte. Wurde mir vom Parteisekretär im Gespräch gesagt, einer mit solcher Vergangenheit, den können wir nicht gebrauchen. Dann stand ich wieder da, ohne Studienplatz, bis meine Mutter herausgekriegt hat, dass in Rostock Landwirtschaftsstudenten gesucht werden. Und dann habe ich mich dort beworben und ebenso wieder mit dem Eignungstest, der war überall gleich, im Beisein von 7 Professoren bin ich dann interviewt worden und da ging es wirklich nur um landwirtschaftliche Fragen. Und ich glaube, die haben meine Kaderakte gar nicht gewusst oder gekannt, sodass sie gesagt haben, am 1. September werden sie immatrikuliert. Das war ja dann ein ganz großer Glücksfall. Sind Sie denn dann im weiteren Verlauf noch einmal in Konflikt auch mit dem Staat gekommen oder haben Sie noch mal Schwierigkeiten gekriegt? Ja, mehrfach. Denn ich bin nachher während der Studentenzeit intensiv in der Studentengemeinde aktiv gewesen, mit ganz vielen Freunden. Und ich muss sagen, vom Studium her hat mich eigentlich keiner angesprochen, was ich da mache, obwohl jede Seminargruppe eine Parteigruppe hatte von der SED. Und ich war ja nicht Mitglied in der SED, aber während der Zeit in der Studentengemeinde haben wir mitbekommen, dass ganz viele Stasi-Spitzel unter uns waren. Und ich muss sagen, wir waren deswegen nicht mehr vorsichtig, als wenn wir das nicht gewusst hätten. Also ich selber habe eigentlich immer frei geredet und jeden wissen lassen, was ich von diesem Staat, von dieser Diktatur halte. Das heißt, Sie haben sich auch immer bewusst zu Ihrem christlichen Glauben bekannt und anderen gegenüber keinen Hehl daraus gemacht. So ist es. Zu der Zeit gab es aus dem Westen von der Kirche so ein Geschenk, das Kreuz auf der Weltkugel, was man sich hier so einen Silberanstecker ans Revers heften konnte. Und damit bin ich dann auch öfter durch die Stadt gefahren, in der Straßenbahn und habe dann mehr oder weniger kritische Blicke gespürt. Das habe ich dann sein lassen. Also mein christliches Bekenntnis im persönlichen Gespräch immer, aber nicht, da gibt es so einen schönen Ausdruck, nicht demonstrativ. Warum war Ihnen das trotzdem wichtig, zumindest im persönlichen Gespräch, das zu bekennen und zu sagen? Also es gäbe ja auch andere in so einer Situation, die das sehr diskret und geheim gehalten hätten. Also das war mir einfach schon von früh an wichtig zu sagen, also mein Credo, aber eben zu benennen, aber eben nur im persönlichen Gespräch. Also eben nicht plakativ oder demonstrativ,
Aber ich habe gemerkt, wenn wir auch mit Kollegen ins Gespräch kamen später, die haben das richtig gerne angenommen, mal von einem zu hören, warum der Christ ist. Ja? Mal eine andere Meinung zu hören, als die, die sonst in der Hauptsache galt. So ist es. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, im Beruf. Also ich habe dann Landwirtschaft studiert und im Pflanzenschutzamt gearbeitet, im Versuchswesen, im Feldversuchswesen, und konnte aus meinen Stasi-Akten ersehen, dass ich durch die 70er und 80er Jahre in der Summe bis Ende der 80er Jahre von etwa 36 IMs beobachtet wurde, die über mich berichtet haben. Müssen wir vielleicht erklären, IMs? Informelle Mitarbeiter. Das sind informelle Mitarbeiter, die sich der Stasi zur Verfügung gestellt haben, die oft erpresst wurden. Zum Beispiel wäre, der Mensch ist mit dem Auto bei Alkoholeinfluss gefasst worden, und dann haben die gesagt, so, du kriegst deinen Führerschein wieder, du kannst weiter Auto fahren, aber du berichtest für uns. Solche Dinge, das war also an der Tagesordnung bei der Stasi, dass sie sich solche Leute aussuchten und erpressten, damit sie über andere Leute Berichte schreiben können. Und so war das auch bei mir. Also wenn ich die Berichte der IMs, der informellen Mitarbeiter, die über mich da geschrieben wurden, zusammenfassen kann, war also 90% war einfach banal, und 10% ging so, ja, der Krämer ist in der Kirche aktiv, der Krämer kriegt sehr viel Westbesuch und ist aber ansonsten ein guter Fachmann. Also das meiste war wirklich banal. Und nun habe ich eigentlich noch zwei Dinge, die so ein bisschen witzig sind, die aber eben doch auch zeigen, wie schwer das war, in der DDR als bekennender Christ zu leben. Und das war dann meine Zeit Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre in Hohenlukow bei Rostock. Da wurde ich stellvertretender Direktor von einem Volksgut, also auch wieder VEG, volkseigener Betrieb. Und der Chef war strammer Genosse, aber aus meiner Sicht ein guter Landwirt. Und der hat mich dann eingestellt. Und in der Nachbarschaft lebte mein Busenfreund, der Pastor, der auch für unser Dorf zuständig war, Karl Christian Lange. Und da wurde ich dann gefragt von einem Freund bei einem Kaffeetrinken, ob ich nicht Lust hätte, mich an der Vorbereitung des Rostocker Kirchentags 1988 zu beteiligen. Das war im Herbst 1987, und dann habe ich zugesagt. Und dann trafen wir uns immer in kirchlichen Räumen zur Vorbereitung, während ich mich also auf die Umweltproblematik oder für die Umweltproblematik interessiert habe. Und also immer in kirchlichen Räumen. Und weil wir wirklich ein Problem hatten in diesem Volksgut mit einem hohen Viehbesatz, dass die Speicherung der Gülle nicht ausreichend war, sodass wir praktisch im Winter, also bei jedem Wetter, immer Gülle ausbringen mussten, und zwar auf dem Sandboden, wo man immer fahren konnte, und zwar in der Nähe von der Warnow, im Trinkwasserschutzgebiet. Und diese Dinge haben mich geärgert. Die habe ich dann benannt in der Vorbereitungsgruppe, und okay, also ich glaube, ich hatte den Eindruck, dass ich da schon so ein bisschen in dieser Vorbereitungsgruppe ein bisschen hervorstach mit konkreten Problemen. Und dann wurde ich eingeladen vom Landwirtschaftssekretär der SED zu einem Gespräch in Bad Doberan. Das war im April
Der Kirchentag sollte im Juni stattfinden. Und ich denke, mich empfing die Sekretärin und ich denke, was soll denn das? Den kenne ich doch, da kann ich doch gleich rein. Und dann führte sie mich in ein Zimmer. Da sind zwei Männer gewesen, die sich mir gegenüber als Stasisten, also hauptamtliche Stasi-Offiziere, vorstellten. So ein bisschen wurden mir die Knie weich. Und dann kriegte ich einen türkischen Kaffee vorgesetzt. Links und rechts an so einem kleinen Tisch saßen die beiden Stasisten und ich an der Stirnseite. Und dann konfrontierten mich die Stasisten mit meinen Aussagen aus den Vorbereitungsgruppen, dass sich generell Strukturen in diesem Land verändern müssten, dass praktisch die Schlachtzeile im neuen Deutschland, dem Organ der SED, nichts mit der Realität übereinstimmt. Der Unterschied ist so groß im praktischen Leben, es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Und dann wurde ich hellhörig und dachte, das kannst du nicht mehr leugnen. Das stimmt. Und in dem Moment gibt mir der liebe Gott ein Argument in die Hand und ich argumentiere knallhart mit Gorbatschow. Perestroika und Glasnost. Das ist es. Kehrt die Probleme nicht unter den Tisch, sondern packt sie auf den Tisch und dann könnt ihr sie klären. Die wurden richtig unsicher, wie ich da argumentiert habe. Und das ging anderthalb Stunden lang, dass ich immer sagte, ja, helft uns doch, zum Beispiel bei dem Problem der Gülle. Dann kriegen wir eine Baugenehmigung und dann können wir die Gülle auch im Sommer ausbringen. Das reicht dann. Aber ich habe zu ihnen gesagt, ich habe den Eindruck, sie sind nur darauf bedacht, den Status quo zu erhalten und Ruhe zu haben. Meine Haltung wurde immer lockerer. Und dann sagten sie am Ende des Gesprächs, also wenn Sie dann am Kirchentag teilnehmen und Sie merken, es wird irgendwo demonstrativ, dann kommen Sie zu uns und berichten uns. Und daraufhin habe ich gesagt, ich denke nicht daran, nicht im Traum. Sie haben die Macht, mich zu holen, wann Sie wollen, wann immer, komme ich. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich freiwillig zu Ihnen komme. Wenn, dann würde ich zum Chef vom Kirchentag gehen, zu Pfarrer Gauck. Und deren Münder blieben offen stehen. Und dann sagten sie noch, über dieses Gespräch müssen Sie Schweigen bewahren. Und da habe ich gesagt, ich denke nicht daran. Ich werde sofort zu meinem Pfarrer fahren und eine Gesprächsnotiz machen. Die Kerle waren machtlos. Und da merkte ich schon, das war eben Ende der 80er Jahre, dass es bröckelt. Ja. Und dieses Gespräch, konnte ich in meinen Stasi-Akten nachlesen, wurde gründlich vorbereitet von der Stasi. 6 Seiten Vorbereitung für dieses Gespräch mit mir, mit dem Ziel Einschüchterung, Verunsicherung, und das haben sie nicht erreicht, das Ziel. Vielleicht zum Schluss noch eine nette Sache, die vielleicht nicht so viel mit Kirche zu tun hat, aber doch mit Kirche verbunden ist. Das ist so mein kleiner Gag zum Schluss. Das war die Wahl zur Volkskammer im Mai 1989. Ich glaube, Sie wissen nicht alle, was die Wahl in der DDR bedeutete. Sie kriegten einen Wahlzettel, da standen 10 oder 20 Namen drauf und die Parteien wurden dahinter nicht genannt, sondern nur die Namen. Aber die SED war immer führende Kraft,
70% der Namen waren SED-Genossen und der Rest, die 30%, verteilten sich auf die Blockparteien, Ost-CDU, Bauernpartei, Liberaldemokratische Partei und Nationaldemokratische Partei. Und über die Kirche, nur darüber wurden wir informiert, das war schon in den früheren Jahren so, was ist denn eigentlich juristisch eine echte Nein-Stimme? Und zwar eine echte Nein-Stimme in diesem Falle bedeutete, jeden einzelnen Namen ganz sauber durchzustreichen und dann einfach in die Urne zu werfen. Das habe ich schon in Halle probiert, wo ich auch gelebt habe und mehrfach. Ein bisschen peinlich war das immer, weil man musste ja mit dem Bleistift irgendwo in eine Ecke gehen, weil es manchmal keine Wahlkabinen gab. Und dann dauerte es natürlich lange, nicht? Und bis dahin, jedes Mal lese ich danach die Zeitung, der Wahlerfolg für die Volkskammer 99,5%. Und als ich dann, das war 89, habe ich schon gesagt, als ich dann dort zur Wahl ging, meine Frau hat es natürlich gemacht wie alle anderen, das war so abgesprochen, aber sie war so nett und hat dann auch auf mich gewartet. Da gab es aber eine Wahlkabine und ich habe dann sauber jeden Namen durchgestrichen und den Wahlzettel zusammengeklappt und in die Urne gesteckt. Und die Chefin in dem Wahlbüro war die Kaderleiterin unseres Volksgutes. Eine stramme Genossin, verheiratet mit einem Stasi-Offizier. Und okay, am Tag nach der Wahl, wie üblich, war Leitungssitzung. Ich war ja stellvertretender Direktor, verantwortlich für die Pflanzenproduktion. Und der Chef, also der Direktor selbst, der Genosse, aber gute Land, aus dem Nachbarort, sodass er eigentlich das Wahlergebnis gar nicht. Und dann erfuhr er am nächsten Morgen früh eine Nein-Stimme in Hohenlucko. Innerlich habe ich mich derart gefreut, dass die wenigstens als Nein-Stimme registriert wurde. Und dann brüllt er los. Wie kann das sein, eine Nein-Stimme in Hohenlucko? Und dann meldet sich die Kaderleiterin und sagt, du, ich kann dir auch sagen, wer das war. So sagt er, du hältst die Klappe, das war eine geheime Wahl. Aber alle wussten, dass ich das war. Das war für mich ein innerlicher Parteitag. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt bröckelte es an allen Ecken und Enden. Und auch, ich will mal sagen, der Kirchenkampf war dann, ich will nicht sagen reduziert, aber man ließ uns machen. Ein Beispiel vielleicht noch zum Schluss. Ich habe die Evangelische Kirchenzeitung von Mecklenburg-Vorpommern abonniert. Und dann gab es Ende der 80er Jahre ganz oft weiße Stellen auf der Zeitung. Eine halbe Seite, eine Viertelseite. Und das war dann immer das, was die Zensur gestrichen hatte. Aber bei meinem Pfarrer konnte ich lesen, was da hätte stehen sollen. Also diese Art, die ist natürlich wirklich schlimm gewesen. Und man sah, dass einfach die Partei hatte Angst vor ihrem eigenen Volk. Herr Krämer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier haben Einblick nehmen lassen in Ihre Lebensgeschichte, in die Höhen und Tiefen, die es bedeutet hat, als praktizierender, bewusst bekennender Christ in der DDR zu leben. Gott sei Dank ist das vorbei und wir leben inzwischen in Freiheit, in Demokratie und wir können unsere Überzeugungen und unseren Glauben leben. Was für ein Segen. Vielen herzlichen Dank, Herr Krämer, für das Gespräch. Wenn ich zum Schluss einfach noch mal sagen darf aus meinem Erleben, mein Leben nicht nur in der DDR,
generell, aber eben besonders in der DDR, mit diesen Auseinandersetzungen mit diesem Staat, war durchgehend ein Leben in Bewahrung durch Gott. Menschen wie Schiffra und Pur oder eben auch Herr Dr. Krämer beeindrucken mich sehr. Und ich bin nicht sicher, ob ich auch so mutig wäre wie Sie in vergleichbaren Situationen. Ich bin nicht zur Heldin geboren. Ich traue mich nicht immer, den Mund aufzumachen. Doch Ihre Beispiele ermutigen mich, dass es sich lohnt, dass es möglich ist, auch als Einzelne etwas zu bewirken und dass es immer gut ist, zur eigenen Überzeugung zu stehen, dass es wichtige Zeichen sind, die manchmal sogar Leben retten können. Ich wünsche uns allen solchen Mut, die Spielräume, die uns bleiben, vielleicht auch manchmal bei äußeren Beschränkungen bestmöglich zu nutzen, auch unseren Glauben zu leben, das, was uns wichtig ist, nicht geheim zu halten, sondern offen auszusprechen. Ich wünsche uns allen die Freude, die Kraft, die Energie, Spielräume auch des Neins, wenn es sein muss, zu nutzen, Zivilcourage zu zeigen und zu dem zu stehen, was uns wirklich wichtig ist und was dem Recht und der Würde anderer Menschen dient.